Und schon wieder zurück bei Foundation. So. Wir sind im Geldregen gelandet. Allein dadurch, dass wir Wein verkaufen. Ah Gott sei Dank, ich wollte gerade sagen. Gebäude fertiggestellt, Lagerhaus. Das ist sehr gut. Und wir müssen die Lagerhäuser dringend mal konsolidieren, beziehungsweise klar machen, was wo gelagert wird. Haben wir denn hier noch irgendwas, was wir hier spontan lagern könnten? Nichts Sinnvolles. So, hier unten im Lagerhaus werden gelagert. Wird gelagert Holz und einmal oder zweimal Bretter. Zweimal Bretter. Wir können ja im Zweifel noch ein zweites Lagerhaus dazu bauen. Wer konnte hier nichts finden? Steinhauer. Was? Ziemlich veralbern. Steinhauer? Da. Da arbeite doch. Wo ist denn dein Problem? Das irritiert mich ein kleines bisschen, aber gut. Sollen sie machen, wie sie meinen. So, und hier haben sie endlich das gemacht, was ich die ganze Zeit ja schon wollte, dass sie endlich mal eine Straße hier oben rumbauen, weil das ja auch viel näher ist. Theoretisch müssten sie auch noch eine Straße hier runter. Dann hat man nämlich rund um die Kirche, dann müssen sie auch nicht immer so rumlaufen, sondern können einfach wupp und sind direkt da. Na, wisst ihr, was ich meine? So, hier haben sie alles abgebaut. Das Ding können wir dann gleich auch zusammenreißen. Hier müssen wir noch jemanden einstellen, der sich drum kümmert. Und theoretisch müssten wir bei den Lagerhäusern wirklich 4 Leute jeweils einstellen, damit die schnellstmöglich alles überall hinbringen, dort, wo es gebraucht wird. Aber das ist eine Sache für die Zukunft, wenn wir irgendwann mal 300, 400 Bewohner haben. Ich denke, das Erste, was wir jetzt machen müssen, ist, und das sehe ich schon kommen, denn wir haben jetzt deutlich mehr Bewohner als vorher. Das Erste, was wir machen müssen, ist gucken, dass wir... Also das mit den Bären... Das mit den Lagerhäusern gefällt mir noch nicht so ganz. Andererseits ist es eigentlich auch wurscht. Also diese Bärenlagerhäuser, ihr wisst, was ich meine, ne? Weinkräuter, Honig, Trauben. Sehr gut. Und hier, ja, hier wird ja auch schon fleißig gelagert, wenn denn was zu lagern da ist. Hier Beeren. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass mit dem Holz klappt. Und jetzt müssen wir mal gucken, was hier oben denn noch an Lagerhäusern vorhanden ist. Wir haben hier ein Lagerhaus, da wird Kohle, Eisen, Stein und Eisenerz gelagert. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, das da hinten zu lagern. Da sollten wir lieber ein Lagerhaus hier vorne bauen, das ein bisschen mehr in der Nähe hier auch von der Mine ist. Eventuell ja hier unten dran. Ja, so, das ist... Ja, da ist aber natürlich der Markt. Da würde ich ja eventuell noch den ein oder anderen... Das eine oder andere hinbauen. Andererseits ist es, glaube ich, hier... Naja, die Gebäude. Das können wir nicht machen. Wegen den Gebäuden. Sonst ist es wieder zu laut und dann meckern die wieder. Das ist nicht gut. Dann machen wir das doch einfach... Könnte man das denn... Wir könnten das hier unten hin oder hier hin. Hier wäre dann der... Hier müsste dann ein Weg. 3 haben sich entschieden, bei uns zu bleiben. Das ist gut. Ich könnte das mal einfach so hier in die Ecke bauen. Wobei, das wäre dann ziemlich... Das wäre dann ziemlich ab vom Schuss. Wobei, die bauen ja einen Weg dahin. So ist es ja nicht. Komm, wir bauen das jetzt einfach mal hier hin. Hier wird dann alles hier von der Köhlerei, von hier oben und hier diese beiden Sachen, also alles das, was wir jetzt gerade hier drin lagern, werden wir dann zukünftig da unten lagern, können wir das Ding hier wegreißen. Das finde ich gut. Steine würde ich gerne unweit... Na, guck mal, hier Holz können wir... Ah, warte mal, dann machen wir hier Steine hin. Stein. Werkzeug, Stoff. Was haben wir hier? Wolle, Glas, Steinblöcke und hier... Holz, Steine, Bretter. Mach mal Lager leeren. Bretter werden in Zukunft da unten. Und hier bitte auch Lager leeren. Denn dann können wir das hier eventuell sogar schon... Steine. Ja, wir müssen das ein bisschen sortieren mit den... Ja, auch hier müsste ich sortieren. Ganz dringend sogar. Wir müssen das ein bisschen sortieren mit den Lagerhäusern, damit das besser funktioniert. Und was ich sagen wollte, ist, wir brauchen ganz dringend mehr... Mehr Bäcker. Haben wir denn noch Mehl? Ja, wir haben ein bisschen Mehl und wir haben noch ein bisschen Milch. Aber das wird nicht reichen, weil unsere Bewohner... Also wir haben jetzt doch deutlich mehr Bewohner als vorher. Das muss man sich vor Augen halten. Auch wenn wir mit dem Geld jetzt keine Probleme mehr haben. Oje, oje. Wir haben gerade ein bisschen Probleme mit dem Holz. Habe ich eher das Gefühl. Das liegt aber auch mit daran, dass... Ach, guck mal, jetzt kommen neue...
Sieht auch mit daran, dass unsere Holzfäller natürlich jetzt irgendwo hier oben wohnen, was ein Problem darstellt. Ich müsste die eigentlich... Eigentlich müsste ich rausfinden, wo die wohnen. Wo bist du denn zu Hause? Zu Hause anzeigen. Ja, nee, ist klar. Bela wohnt hier. 19 Jahre alt, weiblich. Gebäude fertiggestellt, Köderei. Tibota, wo wohnst du? Auch da. Und Godefricus wohnt da. Würde das denn was helfen, wenn ich jetzt einfach sage, Leute, wisst ihr was? Euer Haus. Zumindest von zwei von denen. Existiert nicht mehr. Baut ihr euch dann ein neues Haus irgendwo hier unten vielleicht? Oder zieht um? Wäre das eine Möglichkeit? Könnt ihr das gleiche mit denen hier machen? Na, der wohnt hier irgendwo. Die wohnt auch hier irgendwo. Und er wohnt da irgendwo. Okay. Bardol. Welches Haus ist denn das? Das hier. Bardol. Und Gode sonst was. Wohnt wo? Hä? Zu Hause anzeigen. Ihr fehlt es auch an Glaube. Ich merk's schon. Okay, er hat... Oder wieder? Hat, glaube ich, gerade gar kein Zuhause, oder? Hatten wir die eventuell mit weggerissen da oben? Das könnte sein. Weil dann wohnen die ein bisschen näher an den, an dem Arbeitsplatz, wo sie eigentlich sein sollen. Das wäre, glaube ich, passender. Die Köhlerei können wir jetzt wegreißen da unten. Die ist fertig. Ist auch nichts mehr drin, was wir unbedingt brauchen müssten. So, das heißt, die werden automatisch hier jetzt ihren Job antreten. Ja, einer fehlt noch. Muss gerade gucken hier zum Thema Köhler. Warte mal. Köhler, 1, 2, 3 Stück. Ja, das passt perfekt. Und hier fangen sie schon an, Häuser zu bauen. Das finde ich gut. Hier ziehen dann hoffentlich die Leute hin, die dann hier unten auch arbeiten sollen. Das wäre ja der Plan. Ja, klar. Auf geht's, Leute. Ab in den Krieg. Wir haben noch immer keine Ritter. Ich glaube, um Ritter zu bekommen, muss ich tatsächlich vielleicht die ein oder andere Trainingspuppe mehr basteln oder vielleicht auch sogar mehr Leute einstellen. Es kann sein, dass dass Ritter nur dann kommen, wenn man auch entsprechend viele Soldaten hat. Denn ich hatte beim letzten Mal, als ich gespielt habe, wirklich viele, viele, viele Soldaten. Da ging das ein bisschen anders vonstatten. Ich vermute mal, dass das in der Richtung ist. Sägewerk. Ach so, ja, das ist ja hier unten auch. Ist es schon fertig? Es ist schon fertig. Das heißt, wir können das Sägewerk hier oben abreißen. Und die Leute werden sich da unten einen neuen Job suchen. Jetzt haben wir uns das eine Lager hier. Eine Lager, das dann aber auch leer geräumt wird, sobald hier unten das Lager fertig ist. Genau. Pass auf. Kohle. Kohle. Dann Eisen. Eisen. Dann Eisenerz. Und haben wir noch irgendwas aus der Ecke, was wir hier auch lagern könnten, wären Werkzeuge, oder? Und dann haben wir einen schnelleren Lagerplatz. Das heißt, hier Lager räumen, räumen, räumen. Und die Steine, die können wir theoretisch... Ah, hier ist schon geräumt. Sehr gut. Das heißt, hier könnten wir ein ganzes Steinlager machen. Nämlich so. Und dann nehmen wir noch diese Steine hier mit. Zack, zack. Dann haben wir hier nämlich nur Steine. Und hier kann das Lager auch geräumt werden. Können wir mal zwei Leute rausnehmen. Dann können wir die nämlich schon hier einstellen. Macht wahrscheinlich immer mehr Sinn, die Leute erstmal arbeitslos zu machen und dann neu einzustellen. Weil die dann eingestellt werden, etwas in der Nähe. Das müssten wir dann auch nochmal organisatorisch so ein bisschen prüfen vielleicht. Guck mal, jetzt haben sie hier aber keinen Weg gemacht. Oh, das ist aber unschön. Mach doch einen Weg da unten hin, da bist du direkt da. Meine Güte. So, zwei Leute wurden entlassen. Das heißt, wir können hier zwei Leute zuteilen, nicht zutragen. 100 Steine, das muss noch rausgemacht werden. Gebäude fertiggestellt, Wohnhaus. Das ist jetzt natürlich erstmal ein bisschen Stein, Stein, Werkzeug. Werkzeug hier bitte Lager leeren. Stoff. Was mache ich denn mit Stoff? Wo lagere ich das denn? Da müsste ich eigentlich ein separates... Hier sind auch noch Steinblöcke. Das macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also, das hier Lager leeren. Glas. Habe ich das nicht sonst wo schon? Müsste mir auch mal so ein Lager mit speziellen Dingen machen. Sonst komme ich jetzt gleich hier ganz durcheinander. Ich mach mal gerade wieder zu. Nicht, dass ich gleich nicht mehr weiß, wo ich eigentlich bin. Und wir müssen gleich die Einwanderung stoppen. Ich sehe schon, wir haben jetzt wieder ordentlich Leute dazu bekommen. Einmal Einwanderung nehme ich noch mit. Und dann lassen wir es erstmal wieder gut sein. Dann können wir mal gucken, dass wir neue Leute zum Arbeiten zuteilen. Wir müssen nämlich noch ein paar Höfe bauen. Und ich würde ja gerne hier unten in diese Richtung gehen, obwohl wir uns immer weiter vom Zentrum entfernen. Das ist schwierig. Das ist wahrlich schwierig. Was ist das hier eigentlich? Wohnhaus. Wer wohnt denn hier? Hier in dieser... Achso, das ist nur so ein Abstell... Ach so... La, la, la.
Gebäude fertiggestellt. Wohnhaus, das ist schön. Und langsam kommt ein bisschen Holz rein. Und auch unser Sägewerk müsste jetzt... Jawohl. Null Bretter und 8 Holz. Wir müssen ganz dringend an Holz kommen. Aber das liegt auch daran, dass wir in letzter Zeit sehr, sehr viele Bauprojekte hatten, ne? Die wir alle mit Holz versorgen mussten. Und deswegen... Ach, nur einer ist geblieben. Dann können wir jetzt auch mal langsam ausmachen hier so. So. Haben wir 157 Dorfbewohner. Mit denen können wir jetzt schon ein bisschen was anfangen, denke ich. Was haben wir jetzt hier noch? 90 Steine sind noch drin. Die sollten eigentlich schon... Oh, hier. Steine nimm an. Wieso Lager leeren? Was habe ich denn hier? Ach so, ich habe ja was Neues zugeteilt. Ich bin ja on... Oh. Bin ja on Depp. Weil das ist nah genug an den Steinbrüchen, damit die hier ordentlich Steine lagern können. So, und das hier, das würde ich dann auch nochmal aussortieren. Und das hier oben müsste eigentlich auch nochmal weg. Das, dann würde ich hier unten lieber ein neues Lagerhaus bauen. Oder das hier vielleicht sogar nehmen. Oder wir machen hier so eine Lagerhausstraße. Wäre auch möglich. Und dass wir das dann hier nochmal frei machen. Denn das Lagerhaus muss nicht unbedingt direkt vor der Taverne sein. Das ist echt unangenehm. So. Ist denn hier unten noch irgendwas drin? Hier ist nichts mehr drin. Das heißt, zwei Leute können wir wieder entlassen. Und dann können wir das Ding hier einreißen. Oh, guck mal, wer da wiederkommt. Oh ja, ich hab einfach zu viel. Zu viel. Ich muss das Herrenhaus neu bauen, ganz dringend. Orella, du bist entlassen. Jetzt geh doch einfach. Mach es doch nicht schwerer für uns alle. Ah, guck mal jetzt. Ja, genau das, was ich wollte. So soll's laufen. Hohle Eisenwerkzeug. Sehr schön. Orella? Also jetzt mal ganz im Ernst. Ah, sie ist zu Hause. Ah, jetzt hat sie es gemerkt. Jetzt hat sie gemerkt, dass sie keinen Job mehr hat. Sehr gut. Dann können wir das Ding hier nämlich jetzt einreißen. Jawohl. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben jetzt hier unseren Stein. 100 und 100 jeweils. Ja, sehr gut. Da arbeitet auch jemand. Oder Joyce arbeitet da. Das ist gut, das reicht vollkommen aus. Hier oben haben wir Steine, Steine, Stoff, Werkzeug. Aha. Aha. So viel Stein werden wir in unserem Leben nicht mehr brauchen. In unserem Leben nicht mehr. Aber ich würde sie auch ungern wegwerfen. Da bin ich ehrlich. Ja, ich bin mal ganz großzügig. Ich bin mal ganz großzügig. Wir machen das folgendermaßen. Ich mache das jetzt einfach mal so hier hin. Wir machen das folgendermaßen. Wir machen hier nochmal ein Lagerhaus für Steinstein. Damit wir von allem wirklich, also dass wir von den Hauptproduktionsmaterialien Holz, Steine, Bretter und diese Schlagsteine hier, diese behauenen Steine, dass wir jeweils ein Lagerhaus quasi voll damit haben. So, dass wir wirklich, wirklich viel einlagern können, sollte es mal zu dem Punkt kommen, dass wir ganz schnell ganz viel brauchen. Hier bitte nichts mehr annehmen. Jedenfalls nicht davon. Werkzeuge bitte raus. Stoff weiß ich gerade noch nicht wohin damit. Wir haben keinen Platz mehr für Werkzeug, oder? Ich hab's befürchtet. Dann müsste hier unten eigentlich auch noch ein Lagerhaus hin mit... mit Werkzeug. Und ich versuche das deswegen, also nicht, dass ihr euch jetzt wundert, warum ich die ganze Zeit hier Lagerhäuser baue. Ich versuche das deswegen, weil ich jetzt ja schon merke, oder wir merken ja schon seit geraumer Zeit, dass wir so ein bisschen an die Grenzen der Logistik kommen. Und ich versuche gerade die Logistik so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen in Ordnung zu bringen oder eventuell dafür zu sorgen, dass unsere Logistik besser läuft, indem wir zentrale Lagerhäuser haben, von denen aus dann jeweils 4 Leute eingestellt sind, die diesen Rohstoff dann auch überall hinbringen können, während die anderen einfach irgendwo arbeiten. Also das wäre jetzt mein Plan in dieser Sache. Das versuche ich jetzt eigentlich diese Folge tatsächlich mal umzusetzen, in der Hoffnung, dass das auch irgendwie klappt. Wobei ich da noch immer... Und wir brauchen auch noch... Oh Gott, wir brauchen auch noch Bretter für die ganzen Häuser hier. Das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Unser Kloster läuft aber gut. Da bin ich sehr zufrieden. Und dann, wenn die Logistik wieder läuft, wenn wir das alles so ein bisschen unter Kontrolle bekommen haben, dann können wir uns darum kümmern, dass wir nochmal ein neues Herrenhaus bauen. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. So, pass auf, jetzt habe ich natürlich nicht damit gerechnet, dass hier fleißig gebaut wird.
So. Gefällt mir schon viel besser. So. Dann können nämlich hier noch ein paar Bäumchen gepflanzt werden. Ja, und hier können wir eigentlich jede Menge Zeug abhacken. Und es ist nah genug am Hauptdorf. Also es ist nicht ewig weit weg, unsere Holzproduktion. Das sollte eigentlich reichen, wenn wir nämlich keine großen Bauaufträge mehr haben. Dann werden die erstmal anfangen zu sammeln. Und dann werden auch wieder genug Bretter da sein. Dann wird wieder genug Holz da sein. Das wird alles kein Problem sein. Jetzt die Frage, wie sieht es denn eigentlich aus mit der Kohle aktuell? 19 Kohle nur. Das ist nicht viel. 177 Wein! Und jeder davon 100, das sind 17.000, die da noch in unserem Lager rumgammeln. Wir brauchen ganz dringend das neue Herrenhaus mit einer riesigen Schatzkammer. Eine riesige Schatzkammer. Ganz dringend. Ganz, ganz dringend. Ja, wer hätte gedacht, dass sich das Dörfchen hier in diese Richtung ausbreitet, ne? Also, hat er ja die ganze Zeit gedacht, ein bisschen in diese Richtung hier, um hier eventuell noch Felder zu machen. Was wir auch machen werden, glaube ich. Ich würde hier vor dem Dorf gerne noch, und auch das würde ich noch gerne mitnehmen, wobei wir hatten hier hinten auch Beeren, oder? Hier, da sind Beeren, da sind Beeren. Theoretisch könnte ich hier oben noch Felder machen, wenn wir den Wald hier wegholzen, obwohl, nee, kann ich nicht. Doch, kann ich. Wir können diese beiden noch kaufen, holzen hier den Wald weg und machen hier oben alles voll mit Feldern. Wäre eine Möglichkeit. Wäre eine Möglichkeit. Könnte man machen. Aber erstmal müssen wir jetzt die Logistik, die jetzt schon eingeschränkt funktioniert, müssen wir zustande bringen. Komm, bring, komm! Es hapert an Brettern. Aber wir haben wieder genug Holz. Nur unser Schreiner da unten, unser Sägewerk, müsste ein bisschen effizienter arbeiten, aber. Es ist halt auch wieder die Frage, ne? Wo wohnen denn die Leute, die jetzt da unten arbeiten, ne? Malgerius, wo wohnst du? Sandor? Ja. Reinoldus? Ja. Dieses Haus hier, ne? Ja, das würde ich jetzt aber auch nicht wegreißen, ganz ehrlich. Ja, das ist schwierig. Normalerweise müsste ich die jetzt entlassen, dann erstmal das Sägewerk eine ganze Weile ohne Arbeiter lassen und dann gucken, dass wir hier von den Arbeitslosen, die hier wohnen, Leute im Sägewerk einstellen, sonst... Sehe ich die, vor allen Dingen, wo sind die denn? Der ist im Sägewerk. Der ist im, ne, der geht gerade. Und er geht auch gerade. Die sind schon sehr weit weg von ihrem, da ist doch gerade ein Bote vorbeigefetzt. Hallo? Fisch. Ach komm Leute, ehrlich. Ja, wir müssen uns eigentlich in Richtung See hier vorarbeiten, damit wir Fisch bekommen. Das nützt mir nichts, wenn ich hier oben alles... Ah, Gebäude fertiggestellt, Lager aus. Das nützt mir nichts, wenn ich da oben alles hier mit Feldern zupflanze. Wir brauchen Fisch. Wenn wir Fisch hätten, können wir noch was verkaufen. Das wäre wundervoll. So, was wollte ich hier machen? Stimmt, wir hatten hier... hier. Wolle, Glas, Stein, gewöhnliche Kleidung. Steine, Werkzeug, Stoff, genau. Ich wollte hier auch Steine... Und diese Steine, dann haben wir nämlich, wir werden irgendwann ein richtiges Großprojekt angehen. Ein richtiges Großprojekt, da habe ich schon was im Sinn. Bitte raus. Ja, jetzt ist die Frage, wohin mit dem Stoff? Könnten wir hier lagern? Dann haben wir hier nämlich Stoff. Weil das ist ja auch in der Nähe von den... Es ist relativ in der Nähe von den Schäfskes. Wobei ich da lieber hier noch ein Lagerhaus bauen würde. Wobei das schwer ist, weil hier dann die Leute mit der Lärmbelästigung zu tun haben. Aber es ist nah genug eigentlich, um hier oben den Stoff abzuholen und hier auch für die produzierenden Gebäude drumherum. Eine Schneiderei und so weiter. Das heißt, das würde ich dann tatsächlich lassen, dieses Lagerhaus. Und nur dieses hier dann dicht machen. Andererseits haben wir hier halt noch Werkzeug drin, nicht? Ja. Ja, das ist schwierig. Jetzt da unten, wobei, ich habe ja... Ah, das stimmt, ich habe ja hier noch ein zweites hingebaut. Muss nur noch fertig gemacht werden. Sehr schön. Dann hätten wir nämlich ein zweites für Werkzeug, Kohle und so weiter und so fort. Auch da könnte dann ordentlich produziert werden. Und das würde ich am Anfang noch nicht mal... Wobei, Eisenerz... da würde ich erstmal nur... Da würde ich erstmal nur Werkzeug drin lagern. Weil das können wir immer brauchen. Und das können wir auch theoretisch relativ teuer verkaufen.
Na komm, drei Bretter noch. Es ist direkt daneben. Wir müssen nicht mal weit laufen. Wie sieht's hier oben aus? 100, 200, 100, 2. Ja, gut, das mit dem Käse. Ich glaube, das mit dem Käse hat schon deutlich geholfen. Das. Ja, und dann haben wir hier unsere kleine Lagerstraße. Mit Steinen, direkt am Steinbruch. Mit Stoffen für unsere Leute hier. Das Ding käme dann noch weg. Dann hätten wir hier noch ein bisschen Platz. Dann könnten wir hier noch ein bisschen, vielleicht ein paar Bäume hinstellen, dass man nicht direkt sieht, dass hier ein Steinbruch ist. Das ist schon sehr nah am Dorfplatz hier. Die hacken quasi direkt hinter den Marktständen. Wird hier fleißig Stein gehackt. Das ist ein bisschen schwierig, schwierig. Aber gut, ich glaube, wir kommen damit klar. Hätte ich vielleicht am Anfang den Platz besser wählen sollen da, den wir da eingenommen haben. Und dann haben wir hier unten noch einen ganzen Bereich frei, den wir noch voll machen können mit was auch immer wir da hin tun wollen. So, hier werden jetzt auch noch Werkzeuge gelagert. Und ich glaube, ich würde auch die Glaslagerung da unten hin verlegen, oder? Und dann hier noch irgendwo... Da, Glas. Ja, pass auf, wir machen das Glas auch hier unten. Und was könnten wir hier noch lagern? Theoretisch irgendwann mal Waffen. Oh, das wäre eine Möglichkeit. Aber das lassen wir erstmal. So, und dann ist das Lagerhaus hier nämlich für Kleidung, Stoff und so weiter. Dann werde ich noch einen Platz für gewöhnliche Kleidung machen, weil ich glaube davon... Wieso haben wir hier eigentlich keine gewöhnliche Kleidung drin? Wo haben wir denn... Habe ich da irgendwo ein Lagerhaus übersehen? Oder wird das gerade alles bei den Schneidern gelagert? 50? Der hat 30 und der hat 24. Das wird tatsächlich gerade alles bei den Schneidern gelagert. Okay. Na gut. Wenn sie meinen... Aber ich glaube, das Werkzeuglager hier, oh, das hier ist jetzt gleich leer. Sagen wir jetzt nicht. Komm, wir haben so viel Steine, das ist unfassbar. Weißt du was? Das ist mir jetzt egal. Du bist jetzt arbeitslos, Drew. Und wir hauen das jetzt hier raus. Erstattet 25 Gold, 7 Bretter und 5 Steine. Das ist nicht schlecht. Und die 63 Steine, die feuern wir einfach mal über den Jordan, weil ganz ehrlich, wir haben 500 und noch was an Steinen. Das ist, wer soll denn da noch, also ganz ehrlich... So, dann hätten wir hier Kleidung. Das Glas muss noch rausgebracht werden. Machen wir hier zwei. Hier reicht, glaube ich, einer. Hier reicht einer, weil der muss nur Steine hin und her bringen erstmal. Hier, das ist ein Warenkreislauf. Der wird ein bisschen dramatischer. Genauso wie hier eigentlich auch zwei, genau. Und hier eigentlich auch zwei. Godfrey hat dann direkt eine neue Arbeit gefunden. Sehr schön. Und hier oben drin haben wir auch einen. Das reicht auch völlig aus. Der muss nämlich nur Fässer gerade hin und her transportieren. Waffen und Leder haben wir noch nicht. Jetzt muss ich mal gucken, eventuell wäre es vielleicht sogar sinnvoll, nochmal Eisenerz zu lagern und Kohle. Wenn wir nämlich das Geschäft ausbauen wollen. Andererseits, im Augenblick fahren wir, glaube ich, ganz gut damit. Ich will es auch nicht übertreiben jetzt. Übertreiben wir auch doch. So, der ist raus. Das bedeutet Tschüss. Dankeschön. War mir eine Ehre. Könnten wir den Steinbruch so ein Stück hier oben hin verlegen, oder? Da an der Ecke gefällt er mir nicht wirklich. Na, so hier, dass wir hier... Oh, ja natürlich komme ich sofort mit. Dass wir dann... Oder können wir das hier noch vielleicht noch? Dass sich die Arbeitssteine da überschneiden. Geht das so? Weißt du, dass wir den nicht hier unten separat stehen? Das sieht einfach doof aus. Das sieht einfach doof aus. Und eigentlich müsste ich auch dieses Lager noch ein Stück weit hier hinter die Bäume versetzen. Weil das sieht man auch noch zu sehr. Genauso wie die Steinmetzhütte. Dass der Steinbruch nah am Stein sein muss, das ist mir bewusst. Ohne... Macht mir da. Ich hoffe, dass ich da jetzt nichts Falsches mache, ganz ehrlich. Nicht, dass die jetzt... Aber guck mal, sie hacken weiter, das ist gut. Ist die Frage, brauchen wir überhaupt zwei Steinbrüche? Jetzt mal ganz ehrlich. Das
Weißt du was? Also ich mache den zweiten Mal dahin, aber das sind 5 Angestellte, die dann nur im Steinbruch arbeiten. Es reicht da, wenn erstmal 2 mitarbeiten. Und dann machen wir hier ein bisschen dicht. Ist wie im Kohlebergwerk, ne? Kohlebergbau hier im Ruhrgebiet wurde ja auch langsam dann dicht gemacht. Und so geht's unseren Steinmitarbeitern jetzt hier auch, leider. Leider. So, dann würde ich gerne den Stein, die Steinmetzhütte noch ein ganz kleines Stück verlegen. Vielleicht hier hin in diese Richtung, wobei ich glaube, die macht auch ein bisschen Krach. Und eigentlich kann man sie da auch stehen lassen, oder? Eigentlich kann man sie da auch stehen lassen, wenn man jetzt hier reinkommt. Weil ich will den Weg zur Taverne halt so schön wie möglich eigentlich haben. Und vor allen Dingen zur Kirche. Nicht nur zur Taverne, auch zur Kirche. So. Gucken wir mal, das kriegen wir schon alles hin. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt zumindest schon mal die Lagerhäuser ein bisschen konsolidiert haben, dass wir nicht mehr dieses Lagerchaos haben, wie wir es vorher hatten. Ist hier schon fertig? Gleich. Gewöhnliche Kleidung, Glas müsste noch rausgebracht werden. Ist denn hier unten... Hier, guck mal, Glas. Maximaler Lagerbestand. Oder ich kann es auch eigentlich... Eigentlich kann ich es auch einfach ändern, ganz ehrlich. Der wird ja sowieso irgendwann kommen und 10 neues Glas bringen. Und das können wir uns auch leisten, so ist es nicht. Aber das wäre halt schade um die 10 Glas, die jetzt schon drin sind. Ich weiß jetzt aber auch gerade gar nicht, wofür wir Glas noch brauchen, weil abseits dieses Buntglasfensters und einiger kleiner anderer Dinge, die man aber nicht jedes Mal braucht, habe ich keine Ahnung, wofür man das Glas braucht. 5 Werkzeuge, sehr gut. Wie sieht es mit dem Holz aus? 8 und... Oh ja. Na gut, man muss bedenken, wir arbeiten natürlich immer noch daran, möglichst viele Rohstoffe zu verbrauchen. Das Ding hier würde ich gerne mal... Oh, ach so, stimmt, die muss ja zum Krieg. Habe ich ja ganz vergessen. Oh Gott. Nicht, dass er nachher sauer wird. Der König. Geht mal los, lieber. So, Steinbruch fertiggestellt. Dann können wir den hier nämlich jetzt weghauen. Ratz. Ja, und eventuell würde ich den dann nochmal hier unten hin verlegen. Dann müssen wir den halt neu bauen, hier unten irgendwo. Ja, und dann haben wir hier in der Nähe unseres Hauptdorfes, da wo alles verbraucht wird, haben wir dann so ein bisschen versteckt von Bäumen unsere Lagerbereiche, damit man die als Gast, wenn man reinkommt, nicht sofort sieht. Aber damit wir sie trotzdem relativ nah am Geschehen sind. Das ist nämlich der Plan dahinter. Ich guck mal, ob das so funktioniert. Sonst müssen wir nämlich tatsächlich Leute entlassen. Wir müssten... Aber das Doofe ist halt, die sind halt schon so lange Lagerarbeiter. Das heißt, die haben auch entsprechende Skills, wie zum Beispiel auch die Holzfäller. Oder die... Ach, da kommt schon wieder einer angerannt. Brot für mein Volk. Oh, hier, Dankeschön. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass zum Beispiel, wenn man jetzt hier unten, wenn man das Dorf vergrößert und jemand, der vorher hier im Lagerhaus gearbeitet hat und hier gewohnt hat, und der einen neuen Job hier unten bekommt im Lagerhaus, dass der irgendwann natürlich auf den Gedanken kommen könnte, dass es sinnvoller wäre, hier unten ein Haus zu beziehen oder ein Haus zu bauen. Das würde ich mir wünschen. Natürlich ist das ein bisschen doof, weil dann ziehen die ja im Zweifel relativ viel von hier oben weg. Aber das ist ja auch realistisch, so ein bisschen dynamisch, dass dann hier vielleicht Häuser wegfallen, weil sich hier unten mehr Leute ansiedeln, weil hier die Arbeit ist. Also das könnte ich mir vorstellen, das wäre mit Sicherheit noch eine sinnvolle Änderung. Im Augenblick ist es halt so, wenn die einmal ein Haus haben, zumindest meiner Vermutung nach, so wie ich es jetzt bis jetzt bemerkt habe, wenn die einmal ein Haus haben, dann bleiben die da sitzen. Und die bleiben in diesem Haus, egal wo sie arbeiten. Das heißt, wenn hier dessen Job irgendwann mal wegfällt, hier in dem Haus, und ich habe eventuell hier unten dann, teile ich jemanden zu, der diesen Job hat, dann versucht er jedes Mal von da oben nach da unten zu kommen. Das ist einfach absurd. Das heißt, das müsste ich eigentlich, um es effizient zu gestalten, noch so machen, dass ich die Leute hier rausnehme, arbeitslos mache und dann nochmal ganz neu zuteile, sobald das Dorf größer geworden ist. Der Nachteil ist, sie verlieren halt auch ihren Level, den sie aufgebaut haben, wie zum Beispiel hier Bauer Level 3. Den könnte ich auf arbeitslos stellen und dann kann ich einfach, wenn alle arbeitslos sind, überall neue Mitarbeiter anstellen und der nimmt die dann direkt aus der Gegend, damit die auch sofort nah dran sind. Das wäre eine Möglichkeit, die man nutzen könnte. Könnte, sage ich ganz bewusst, weil Bauer Level 3 bestellt das Land. Ich weiß aber auch gar nicht so genau, was bringt denn eigentlich der Level aktuell? Das weiß ich gar nicht. Ist er dann schneller? Aber hier sieht man das. Arbeitet 78 Meter von zu Hause. Arbeitet 83 Meter von zu Hause. Ja, das ist halt hier unten schwierig mit unseren Holzfällern. Bela, 67 Meter, 67 Meter, 146 Meter von zu Hause.
196, 50 und 154. Das ist nicht so gut. Die müssen näher an die Arbeitsplätze ran. Und im Zweifel muss ich dann tatsächlich einfach auf den Level Pupu machen. Um es mal wörtlich zu sagen. In der Hoffnung, dass sie dann irgendwann ihren Level schon wieder aufbauen, wenn die entsprechend in ihrem Job arbeiten. Aber das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Jetzt bin ich erstmal ganz zufrieden damit, dass wir so ein bisschen an der Logistik rumgewerkelt haben. Soldaten sind auch von der Mission zurück, sehr gut. Und das Gleiche müssen wir nachher auch noch machen mit den Lagerhäusern zum Thema Essen. Weil die sind gerade auch ein bisschen chaotisch verstreut hier oben. Ich würde gerne das hier nochmal ein bisschen... Hier oben wäre dann ein Weizenlagerhaus mit Milch. Und hier wäre ein Lagerhaus auch mit Weizen und Käse. Dass wir auch die Nahrungsmittel hier oben so ein bisschen konsolidieren. Ne, dass wir genau wissen, wo ist eigentlich was. Aber wir haben ja noch mehr als genug Zeit dafür. Also gucken wir einfach mal. Ich bedanke mich in jedem Fall erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.